Im dritten von den fünf Ausstellungsräumen begegnen uns als erstes diese Figur. Ist aus Bronze gearbeitet, ist ein kleines Männchen mit einem überdurchschnittlich großen Kopf, würde ich sagen. Trägt Schuhe, ein Rock als Gewand. Die Kleidung ist nicht so genau ausgearbeitet. Und was aber sehr auffällig ist, ist die Krone oder die Kopfbedeckung, die er trägt. Das sind so Zähne, die sich nach außen hinausdrehen. Und ich habe die mal gezählt, es sind 13 Stück. Wenn ich mich recht entsinne, hat der Monat im Mondkalender 26 Tage. Davon wäre 13 die Hälfte. Es könnte sein, dass das in irgendeinem Zusammenhang damit steht. Ansonsten kann man eventuell sehen, dass er vor dem Körper in seinen Gürtel gebunden etwas zu tragen scheint. Sieht aus wie eine Keule oder wie ein Zepter mit zwei kreisförmigen oder kugelförmigen Elementen obendran. Es könnte aber auch sein, dass es wieder dieses Schafskopfmuster darstellen soll, also diese Schafshörner, die zueinander hingewunden sind, die wir gleich auch noch öfters sehen werden. Er hält die Hände auch wieder nach vorne. In den Händen sind Löcher, also zwischen den Fingern. Also heißt das nicht zwischen den Fingern, sondern er hat so den Zangengriff sozusagen, den Pinzettengriff hat er angewandt. Und es könnte durchaus sein, dass diese Figur auch irgendetwas in der Hand hielt. Und das Hinweisschild unten verrät uns, dass die große Ähnlichkeiten mit der Figur aus Saint-Singdoué haben soll. Diese große Bronzefigur, die ich euch letztes Mal ja gezeigt habe, im Nisia Boguan. Ja, sie sind beide aus Bronze und sie halten beide die Hände nach vorne und scheinen beide irgendwas Religiöses darzustellen, zu bedeuten. Aber ansonsten, weiß ich nicht, finde ich sie nicht unbedingt so ähnlich. Auch tierkopfförmige Bronzeobjekte hat man gefunden. Hier sehen wir verschiedene Darstellungen von Vögeln im unteren Bereich. Ganz links, hier, ich glaube in der Fingerformen, sehen wir auch ein Insekt. Das könnte, was könnte das sein? Eventuell eine Zikade oder eine Puppe von einem anderen Insekt. Auffällig sind halt die Vögel, die sehr zahlreich sind, oder auch die Darstellung von Ochsen oder Rindern, deren Köpfe man oft sieht. Ich musste gerade von den Tierköpfen etwas schneller weg, aber kein Problem. Wir sehen hier noch mehr Tiere. Diesmal ist das Material Gold. Es ist wieder sehr dünn gehämmert. Und diesmal haben wir besser erhaltene Objekte. Wir haben oben links so kleine kreisförmige Plättchen. Wir haben oben rechts wieder so längliche Objekte. Das könnten wieder Darstellungen von Zikaden sein oder von Raupen, eventuell sogar Seidenraupendarstellungen. Man kann immer viel reininterpretieren. Oft ist es so, dass man eben wieder zu verfällt, weil man irgendwas kennt, dann irgendein Objekt zu sehen und das dann gleich mit dem, was man kennt, in Verbindung zu bringen. Aber zum Beispiel, wenn wir von Zikaden reden, da wird ja oft gesagt, so ja, Zikaden, die kommen immer so oft vor, weil die den Lauf der Dinge darstellen und die Vergänglichkeit des Seins und die Unbeständigkeit und so. Aber das ist ja eigentlich erst eine buddhistische Vorstellung und erst da haben Zikaden sozusagen diese Rolle übernommen. Deswegen kann man jetzt nicht wirklich bei so frühen Objekten davon ausgehen, dass die schon dasselbe bedeutet haben. Es ist natürlich möglich, dass sie das haben und dann nur in den Buddhismus mit übernommen wurden und da integriert wurden als ein Element. Aber es ist nicht unbedingt selbstverständlich so, dass nur weil im Buddhismus Zikaden das und das bedeuten, das dann auch schon für alle Zeiten vorher gegolten hat. Gut, so viel dazu. Wir haben unten noch andere Tierdarstellungen, das oben rechts besonders gut erhalten. Das sind so dünne froschförmige Plättchen. Und ich versuche mal drauf zu zoomen auf das Ding oben rechts.
Da kann man nämlich sehr gut an den Armen und über den Rücken so eingehämmerte Muster erkennen. Und wenn man, jetzt muss ich ja den Finger treffen, hier, wenn man sich hier den Kopf betrachtet, sind da auch zwei Augen. Also es ist wirklich sehr fein gearbeitet, nicht nur in der Form und Gestaltung, sondern auch von der Qualität der Bronzierung her. So, hier haben wir wieder ein goldenes Objekt, wieder sehr dünn und filigran gearbeitet. Dieses hier ist allerdings ein wenig größer, ist ungefähr, würde ich schätzen, 10 cm hoch und so 8 cm breit, 7-8 cm breit. Was es genau ist, ist schwierig zu sagen. Hier steht, dass es eine Darstellung, eine vereinfachte Darstellung einer Maske oder eines menschlichen Gesichtes sein soll. Was ich wieder auffällig finde, sind oben diese Einkringelungen, diese spiralförmigen Elemente. Die scheinen ja hier relativ häufig vorzukommen bei Hörnern oder auch bei den Beinen dieser Froschplaketten, die ich euch eben gezeigt habe. Allgemein war die Spirale relativ beliebt als Gestaltungselement. Wenn ich jetzt nicht mal runtergehe, dann sehen wir hier ein sogenanntes trompetenförmiges Artefakt. Mir auch rätselhaft ist, was es sein könnte. Da sehen wir aber auch wieder diese Spiralelemente. Das sieht irgendwie aus wie eine Triskele. Nun gut, also zumindest formal sehr ähnlich mit diesen drei Spiralen, die sich auseinander herausdrehen. Also auch hier wieder ein Goldobjekt mit diesem Spiralmuster. Und zwei Ausstellungsstücke weiter ist nochmal aus Bronze etwas Ähnliches wie das Goldobjekt, was wir eben oben gesehen haben. Auch mit diesen eingerollten Hörnern oben, allerdings nur einfach und nicht zweifach.